Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Wir stehen heute hier mit unserem IC1 in Dresden Hauptbahnhof und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen 3D-Zug-Fahrzeit, die vor kurzem erst veröffentlicht wurde. Und ja, diese Fahrzeit hat spannende sechs Teile und wir spielen jetzt erstmal den ersten Teil. Das Ganze wird auch noch mit einem Kranzug vonstatten gehen. Das wird aber allerdings erst in anderen Teilen soweit sein. Und ja, wir fangen hier mal ganz von vorne an in Teil 1 und schauen mal, was wir jetzt hier so zu tun haben. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß und genießt es. Wir werden jetzt hier natürlich erstmal die Lok soweit aufrüsten, das heißt Licht an und natürlich die Türen öffnen. So. Die Fahrdienstleitung an 2046, bitte kommen. Schließvogel. 2046 hört. Du machst heute den Springer im Bereitschaftsdienst und wirst überall da eingesetzt, wo wir dich brauchen. Rechne also damit, dass du längere Pausen hast und die Dienste mehr spontan sind. Fürs Erste fährst du den 2046 bis Riesa. Dann schauen wir weiter. Die Besonderheit ist, ab heute, 11 Uhr, wird die Verbindungskurve bei Leckwitz wegen Bauarbeiten gesperrt. Auch der Fern- und Güterverkehr ist in beide Richtungen davon betroffen und wird über Coswig geleitet. Deine Fahrt jetzt ist aber noch nicht betroffen. Du fährst wie geplant ab Radebeul über die Berliner Strecke und die Verbindungskurve. Gute Fahrt. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke. Gehört und was wir zu tun haben, und ich würde sagen, wir starten mit unserer kleinen Reise durch Dresden und ja, schau mal, was wir noch so zu tun haben. Wir sollten die Bremsen lösen. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Und ich muss sagen, nach vier Teilen T-Sonderzug und der 103 tut die 101 echt mal wieder gut und der IC. Also ist mal wieder eine schöne, nette Abwechslung. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber die 101 ist ja meine Lieblingslok. Und von daher bin ich natürlich sehr zufrieden jetzt, dass ich endlich mal wieder IC fahren darf. Es gibt dieses Paket auch in der Version mit IC2. Aber wie gesagt, ich finde den IC1 einfach besser, weil ja, es ist Geschmackssache, aber der IC2 ist jetzt nicht so meins. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die IC1-Version ausgewählt. Aber das kann natürlich jeder machen, so wie er möchte. So,
wollen wir mal uns auf den Weg machen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie sehr herzlich im Intercity 2046 auf der Fahrt nach Köln Hauptbahnhof mit Halten in Riesa, Leipzig, Hauptbahnhof Leipzig, Halle Flughafen, Halle Hauptbahnhof, Köthen, Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Linden, Fischerhof, Wunstorf, Minden, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Hamm, Dortmund, Hagen, Wuppertal und Solingen. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze zum Einstieg Dresden-Neustadt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, auch von mir wünsche ich natürlich eine angenehme Fahrt. Ihr habt es gehört, wo es hingeht. Und ich kann euch versprechen, das wird mit Sicherheit noch sehr interessant in den nächsten Teilen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. So, müssen ja ein wenig auf die Signale achten. Da haben wir nämlich gelb. Das nächste Signal ist auf jeden Fall mal rot. Türfreigabe. 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 Ah, das noch nicht, aber das nächste auf jeden Fall. So, es ist mittlerweile aufgehoben und werden jetzt auf jeden Fall mal bis auf 80 km/h beschleunigen. So, 60 ist vorangekündigt. Und da kommt doch schon so. Da kommt doch schon unser erster Halt in Sichtweite Dresden-Neustadt, bevor wir uns da gleich auf den Weg nach Riesa machen.
Oh, wie der sich in eine Kurve legt, das liebe ich. So, Ankunft auf Gleis 6. Relativ pünktlich, würde ich sagen. Oh, da ist eine Menge los. Da ist eine Menge los. Die wollen alle mitfahren. Ja, dann. Türfreigabe. Türfreigabe. So, wir öffnen die Türen. Und schauen uns hier mal ein wenig um. Dresden-Neustadt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben jetzt ein wenig Aufenthalt. Übrigens, das gibt es, dieses Paket gibt es bei 3D-Zug zu kaufen, kostet aktuell 9,95. Ich finde ein sehr fairer Preis für das, was da alles drin enthalten ist. Und ja, falls ihr euch dann Lust habt, das euch zuzulegen, es ist vor ein paar Tagen erschienen. Und nennt sich Fahrzeit Volume 56 Dresden Punkt 2 und wie gesagt, das Ganze kostet dann 9,95. Ah, oh, da kommt noch ein schöner RE. Das
Es ist eine S-Bahn, wie man sieht. Zwei Dostos. Nicht gerade viel, aber naja, immerhin. So, dann haben wir gleich Abfahrt. Nächste Station dann Riesa, die wir dann ungefähr gegen 8 Uhr erreichen werden. Und ja, vielleicht schaffen wir auch noch den zweiten Teil. Mal schauen, wie lange das jetzt hier dauert. Und vielleicht ziehe ich dann den zweiten Teil noch hinterher. So, wir dürfen fahren. Das ist besser. So. 50 Kilometer erwarten uns jetzt auf dem Weg von Dresden nach Riesa. Und ich finde, der Sound von der 101 ist unnachahmlich, der ist einfach nur geil. Also, wie gesagt, das ist meine absolute Lieblingslok von der E-Lok-Reihe und in den Dieselbereich natürlich ganz klar die 218. Ich glaube, da sind wir uns einig. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch alle in Dresden-Neustadt zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 2046 auf der Fahrt nach Köln. Hauptbahnhof, der nächste Halt des Zuges ist Riesa. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, ihr habt es gehört. So, 160, da wollen wir natürlich beschleunigen. Da rechts das schöne Panorama von Dresden. Da fährt wieder eine schöne S-Bahn herein.
Übrigens, wann seid ihr denn zuletzt IC gefahren? Oder überhaupt Bahn? Und was fahrt ihr am liebsten? ICE, IC oder Regionalexpress? Packt's in die Kommentare. Ich würde mich sehr interessieren, auf jeden Fall. Auch mal schön aus der Fahrgastansicht zu gucken, muss ich wirklich sagen. So, Radebeul. Oh. Und eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Kommt gleich mit. Natürlich vorschriftsmäßig in 35 runterbremsen, ist ja klar. Also die Performance lässt zu wünschen übrig.
Ja, wenn man das mal so beobachtet, jetzt nach der Brücke, nach der Stelle, die man mit 130 passieren muss, ist die Performance wieder besser geworden. Komm, sag es, wird sie wieder schlechter. Ich halte schon meinen Mund. Ich hoffe nicht, dass wir eine Störung bekommen. Das wäre jetzt nicht so gut. Schöne Landschaft, die ich finde, muss ich wirklich sagen. Also schaut euch das mal an. Das ist doch einfach nur genial, oder? Das ist doch einfach nur genial. Eine wunderschöne Gegend, muss man wirklich sagen. Ja, die ganze Gegend hier an sich wird jetzt ein bisschen ländlicher und
aber nicht minder schöner. Also ich finde das wirklich schön, auch mal so durch Ländliches zu fahren. Das sind immer nur die großen Städte. Gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. So, dann haben wir auch gleich wieder 160. Schon mal langsam wieder ein bisschen aufschalten. Ich habe eine kleine Umfrage an euch. Welchen IC findet ihr besser? IC1 oder IC2? Wenn ihr es könnt, eine kleine Begründung dazu wäre nice. Warum, weshalb und was ihr an dem jeweiligen besser findet. Also ich für meinen Teil finde den IC1 deutlich besser. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Und ja, es liegt zum einen an der Lok, ganz klar. Und zum zweiten finde ich die Wagen einfach schöner, muss ich wirklich sagen. Fängt beim Steuerwagen an und zieht sich über den ganzen Zug. Und ja, das ist meine Meinung. Wäre nice, wenn ihr da mal so ein paar Kommentare, eure Meinung in die Kommentare packt. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht auch persönliche Erfahrungen, die ihr da gemacht habt in den einen oder anderen Zug und ja, lasst eurer Meinung da freien Lauf, würde mich sehr interessieren. Finde ein ganz toller Zug, wunderschön. Von der Lok bis zum Steuerwagen einfach nur wunderschön. Übrigens, es soll ja jetzt bei TSW 2 die Rush Hour bald rauskommen, auf die ich schon sehr gespannt bin. Da soll ja auch die Strecke Dresden-Riesa dabei sein. Und ja, bin da mal sehr gespannt. Jetzt hatte ich gerade doch ein wenig Panik. Das
ist doch mal kurz hängen geblieben. Beziehungsweise stocken geraten. Aber es hat sich Gott sei Dank gepackt. Gott sei Dank. Langsam nähern wir uns Riesa. 10 Kilometer fast, ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich gleich den zweiten Teil noch hinterher bekomme. Entscheide ich gleich spontan. Und ja, mal gucken, wie die Reise weitergeht in dem Sechsteiler. Fahrdienstleitung an 2046, bitte kommen. 2046, hört. Ich habe Infos zu deinem nächsten Dienst. Nachdem du mit Lisa abgelöst wurdest, bekommst du den 1650-9 nach Dresden. Regionalexpress also. Die Abfahrt in Riesa wäre um 8.45 Uhr. Du hast also noch etwas Luft. Melde dich bei mir, wenn du den Zug übernommen hast. Gut, ich melde mich dann im Regionalexpress. Ja, ihr habt es gehört, wie der zweite Teil weitergeht. Wir dürfen dann einen Regionalexpress fahren von Riesa nach Dresden um 8.45 Uhr. Und ja, das heißt, wir haben eine etwas mehr als eine Dreiviertelstunde Pause in Riesa, bevor wir dann
zurück nach Dresden fahren werden. Und wie gesagt, vielleicht werde ich das noch hinterher schießen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Schöne Hamsterbacke. Störung. So, wir werden gleich wunderschön in Riese einlaufen. Schön. Sanft. Hoffe ich doch. Verehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Riesa. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress der Linie RE50 nach Leipzig Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 8.06 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig, sowie an die Regionalbahn nach Chemnitz Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt ist 8.49 Uhr von Gleis 1. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja. In Riesa sind wir in gut einer Minute, würde ich sagen. In 2 Minuten. Das wäre dann der erste Teil gewesen. Und ich bin gespannt, wie sich dieses ganze Paket noch entwickeln wird. Wie gesagt, ich bin selber noch nicht gefahren. Das ist auch für mich das erste Mal. Und ja, ich bin gespannt, was das mit dem Kranzug noch auf sich hat und wie das alles vonstatten geht. Bin ich sehr gespannt drauf, könnt ihr auch gespannt drauf sein.
So, machen wir runter auf 80 Meter. Je näher wir in den Bahnhof kommen, desto schlechter wird die Performance wieder. Aber ich glaube, das ist normal. Leider. Aber ich hoffe, ihr genießt es trotzdem einigermaßen. So, willkommen in Riesa Hauptbahnhof. Türfreigabe. 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 So, wir sind angekommen, würde ich sagen. Im Riesa Hauptbahnhof. So, ich würde sagen, das war's dann erstmal von meiner Seite. Das war, wie gesagt, der erste Teil von dem Sechsteil Fahrzeitpaket 3D-Zug oder von 3D-Zug. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Ich werde jetzt schauen, prüfen, ob ich noch den zweiten Teil hinterher schieße. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder zu dem zweiten Teil oder dritten Teil, je nachdem. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt mir treu. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne nachholen. Ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr immer alle Neuigkeiten erfahrt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, passt auf euch auf und Servus, ciao und tschüss. Euer der Dennis Spieters. Bis dann. Ciao, ciao.